Letztes Heimspiel für die Schwenninger Wildwings in der DEL-Saison 2018-2019. Sie werden Letzter bleiben, definitiv. Aber sie wollten der Mannschaft von Don Jackson nochmal ein Schnippchen schlagen. 2 von 3 Spielen hatten sie gewonnen. Aber die Münchner, sie legten los wie die Feuerwehr. Viele Chancen und in der 5. Minute die verdiente Führung. John Mitchell, der Kanadier mit seinem 12. Saisontreffer. Eingeleitet dieses Tor von Yannick Seidenberg, dem gebürtigen Schwenninger. Schack lässt liegen und Mitchell trocken ins lange Eck. Keine Chance für Marco Wölfel, der den Vorzug vor Dustin Strahlmeier bekommen hatte. Schwenningen arbeitete sich aber immer besser in die Partie. Die 8. Spielminute. Scheibe kommt aufs Tor aus dem Birkenlass. Prallen Bukatz, der zu dem Zeitpunkt überraschende Ausgleich des Letten, bedingt durch einen Fehler des Torschützen. John Mitchell verliert an der roten Linie die Scheibe. Dann kommt der Schuss aus dem Birken, kann ich festhalten. Und Bukatz mit einem sehenswerten Schuss oben in den Giebel zum Ausgleich. Es war der 9. Saisontreffer des Letten im Trikot der Schwenninger Wild Wings. Und die Schwäne erarbeiteten sich immer mehr Chancen und spielten das phasenweise richtig gut. Alleingang von Kai Herpich, der hat mal in München gespielt und der besorgt die Führung in der 17. Minute. Die Red Bulls in der Vorwärtsbewegung, aber dann ist das richtig gut gespielt über El Sayed, McRae und Herpich lässt Danny aus dem Birken. Ein weiteres Mal keine Abwehrgelegenheit, 2:1. Und mit diesem Stand ging es auch in die erste Drittelpause hinein. Ja, Paul Thompson, er hat gegen München einst Mitte November übernommen bei den Schwänen. Mit einem Sieg. Und er sah weitere Chancen seiner Mannschaft. Höflin, 25. Spielminute. Wieder Fehler im Aufbau des Meisters. Und die Latte rettet für den geschlagenen Goalie der Red Bulls. Aber der Meister, er kam zurück mit diesem One-Timer von Yannick Seidenberg. 26. Minute, das haben sie fein rausgespielt. Und dann trifft Seidenberg das Ding auch optimal. Da gibt's nichts zu halten für Marco Wölfel, der 10. Treffer von Yannick Seidenberg. Aber die Antwort, die fiel knackig aus. 45 Sekunden später wieder Schwenningen, diesmal Pokula. Und wieder waren sie in Front, die 27. Minute. Fein rausgespielt hier. Einsatz über Timonen, Koronen. Und dann macht Pokula die Finnen-Connection perfekt. Feiner Rückhandschuss des 34-Jährigen unter die Latte. Sein 2. Saisontreffer. Schwenningen weiter also mit einem Tor vorne. München musste mehr tun, denn es ging ja schließlich auch noch um Platz 1. Aber was machte Schwenningen? Konterte und Anthony Reck. Oh la la, was ein Schuss. 17. Saisontreffer des Franzosen. Aus dem Handgelenk zaubert er das Ding über die Schulter von Danny aus den Birken. Erstmals die 2-Tore-Führung für das Schlusslicht in der deutschen Eishockeyliga. Dort waren noch 10 Minuten zu spielen und München musste jetzt nicht nur eine, sondern mindestens 2 Schippen drauflegen. Aber das taten sie. 2 Minuten später wieder feines Zusammenspiel mit den Kumpels. Station auf Mitchell. Und er schnürt seinen Doppelpack. 52. Minute. Herrlich gespielt. Der beiden ehemaligen NHL-Profis. Findet da passgenau die Lücke. Mitchell steht blank. 13. Saisontreffer des 34-Jährigen. Und immer noch genügend Zeit für München, das Zählbares mitzunehmen. Sie setzten alles auf eine Karte, nahmen Danny aus den Birken raus, Parks mit der Riesenchance abgewehrt und Anthony Reck reagiert am schnellsten bezeugt. 10 Sekunden vor dem Ende die Entscheidung und den 5:3 Siegtreffer für die Wild Wings, die damit das 3. von 4 Spielen gegen München gewinnen. I'm pretty happy, more about the performance of the team. We had like
last two games it was very tough for us. Like, we didn't play well, and I think we said on the room, like, we want a good performance today for the fans. It was like our last home game, and today's a bit like, it's not a easy season for us and for the organization, but they was here all the time and they tried to push us, so it's great for the fans. Letztendlich muss man sagen, waren wir heute einfach nicht gut genug. Wir haben gut angefangen, haben in den ersten 10 Minuten viele Chancen gehabt, viel liegen lassen, und am Schluss muss man einfach sagen, die restlichen 50 Minuten haben wir nicht genug gearbeitet und war einfach nicht gut genug am Schluss. Schwenningen verabschiedet sich also mit einem 3 aus der Helios Arena, DEHC Red Bull München. Seit dem 21. Dezember hatten sie in jedem Spiel gepunktet. Diese Serie ist nun gerissen und damit gehen sie als Zweiter in die Playoffs.